Ich glaube, ich habe meinen Haustürschlüssel in Sönerburg auf der Arbeit liegen gelassen. Hi, ich bin Esther, Landingenieurin und verstehe keine Witze. Begleitet mich also, wie ich immer wieder aus meiner Komfortzone herauskomme. Guten Morgen alle miteinander. Happy Birthday to me, Happy Birthday to me. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to me. Also heute ist der 30. November. An sich wollte ich so den Vlog beginnen, weißt du? Also ich wollte einfach so, wuh, und guten Morgen und oh, es ist herrlich. Ich gehe hier gerade spazieren, was ich euch hier jetzt einblende. Und es ist echt super schön. Ich wollte so einen schönen Morgen haben, aber dann kam Folgendes gestern Abend. Badam. Ich bin noch nicht einmal zu Hause. Kurz Backstory, morgen ist mein Geburtstag. Ich bin gerade aus Sönerburg auf dem Weg nach Hause, weil ich habe gearbeitet wieder. Auf jeden Fall ist mir gerade ein Lichtblitz gekommen. Ich glaube, ich habe meinen Haustürschlüssel in Sönerburg auf der Arbeit liegen gelassen. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Ich bin... So wie ich bin, habe ich natürlich sofort das Positive gesehen. A, ich habe alle meine Sachen da. Also ich habe meinen Laptop, ich habe meine Zahnbürste, ich habe sogar einen Schlafanzug. Dann habe ich eine Matratze, die liegt auch außerhalb des Zimmers. Und ich habe eine ganz nette Mitbewohnerin, Dorina, die noch nichts von ihrem Glück weiß, aber ich kann bestimmt bei ihr im Zimmer schlafen. Was soll ich sagen? Also, blonder geht's, glaube ich, nicht. Also falls ihr hier seid, um meine witzigen Geschichten in meinem Leben zu erfahren, tada, bitteschön. Okay, das ist meine Station, ich muss raus, aber ja. Und außerdem, übrigens, ist es mir gerade scheißegal, dass ich in der Bahn rede, weil A, verstehe nämlich eh nicht, und B, so eine Kamera zu halten, es geht mir wirklich so am allerwertesten vorbei gerade. Ja, mir fällt nichts dazu ein. Viel Spaß bei dem Video. It's my birthday. It's my birthday. Morgen ist mein Geburtstag und ich werde ganz cool. Ja. Na, 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 na. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday. Liebe Esther, happy birthday to me. Kurzes Update und sorry, ich lispel, weil ich habe meine Zahnspange schon drin. Genau, ich sitze jetzt hier bei Dorina im Zimmer auf meiner Matratze. Ja, also wie ihr gesehen habt, ich hatte einen super Einstieg in meinen Geburtstag. Aber nein, im Ernst, es war alles halb so wild. Ich konnte jetzt heute Morgen um 6:30 hat mein Landlord mich schon angerufen. Meinte halt, er ist in 20 Minuten da. Das heißt, ab 7 war ich im Endeffekt in meinem Zimmer. Und dann war ich ja wach. Ich habe mal 8 Stunden geschlafen. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als wirklich ausgeschlafen, langsam morgen zu beginnen. Ich habe Vokabeln gelernt. Ich lerne immer meine dänischen Vokabeln mit Bubble. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber es ist auf jeden Fall geiler als Duolingo. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann halt morgens meine Vokabeln gelernt. Dann habe ich gelesen, ein Buch über Gerechtigkeit. Muss ich ehrlich sagen, finde ich sehr, sehr schwer, das Buch an sich, aber mal gucken. Und wenn ich zu viel rede heute in diesem Video, dann könnt ihr auch gerne ein anderes Video schalten. Zum Beispiel verlinke ich euch hier mal, da oben glaube ich, verlinke ich euch mal das Video, wo ich Baum fälle. Das jetzt übrigens über 10.000 Aufrufe hat. Wahnsinn! Genau, von daher könnt ihr da natürlich auch gerne vorbeischauen. Das ist ein bisschen mehr Action. Und ach übrigens, ich glaube, das ist jetzt das erste Video, was ich hochlade, wo ich mit meiner neuen Kamera filme. Ich bin auf den Black Friday reingefallen. Auf jeden Fall, ich habe mir eine neue Kamera gekauft. Upsi. Auf jeden Fall ist es jetzt eine neue Kamera. Ich habe mir die GoPro 10 gekauft. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die gekauft habe. Garantiert kein Fehlkauf. Und die Aufnahmen und die Bilder, so cool. Ist das jetzt, ich glaube, in 4K filme ich gerade. Das finde ich ja schon ganz geil, wenn ich hier mal so eine Special-Aufnahme mache. Schon ein anderer Schnack als mit meinem Handy, oder? Ja. Okay, dann melde ich mich später wieder, wenn ich frühstücke oder meine Geschenke auspacke. Also, bis dahin. Tschüss. Okay, wir machen ein Unpacking-Video, wie ich meine Geburtstagsgeschenke auspacke. Okay.
Let's go. Schere. Fangen wir mal mit dem Kleinen als erstes an. Hirschhornsalz. Danke, Mama. Dann kommen wir jetzt zu meiner Oma. Das ist... Naja, das kann jetzt... Also ich sag mal, ich bin aus dem Alter raus, dass sie mir Unterwäsche schenkt. Aber ich weiß nicht... Das ist ein Paket. Manchmal ist es immer ein bisschen interessant. Aber Oma, falls du das hier siehst, ich freue mich natürlich auf alles, was du mir schenkst. Vielleicht geile Socken. Ich hoffe, ich spekuliere ein bisschen auf Socken vielleicht. Auf kriegen. Oh, geil. Kennt ihr die? Diese Dominosteine? Boah, die finde ich ja mal immer so geil. Aber seid ihr von der Kategorie, dass ihr die ganzen Dominosteine esst? Oder esst ihr nur das obere? Also ich glaube, das Marzipan und das Gelee. Oder nur Marzipan oder Marzipan-Gelee oder alles? Gummibärchen, Schoki und ein kleiner Brief. Ach. Im Endeffekt zeigt sie mir, wie sie sich für mich mein Hochzeitskleid wünscht. Wohlgemerkt, ich bin Single. Und zwar sowas von Single. Auf jeden Fall hat sie hier, versuche mal ein Foto davon zu machen, hat sie mir hier so ein Foto gemacht, wie sie gerne mein Hochzeitskleid haben möchte. Also man muss dazu sagen, meine Oma ist Schneiderin. Also sie kann zwar jetzt nicht mehr schneidern wegen Händen und wie auch immer, aber sie hat einen sehr, sehr guten Geschmack. Und ja, auf jeden Fall zeigt sie mir gerade das Hochzeitskleid von Paris Hilton und hat mir das geschenkt. Ich glaube, das hat sie seit Monaten oder ich weiß nicht, von wann das ist, ob ich ihren Datum hier finde. Aber es hat sie auf jeden Fall aufgehoben extra für mich, damit ich weiß, was sie sich vorstellt. Danke, Oma, das ist tatsächlich echt richtig cool. Jetzt lese ich mal. Entschuldigung, das war eine gehässige Lache. Sie schreibt, dein neues Lebensjahr, ich habe mein Wunschbrautkleid für dich wiedergefunden, den passenden Mann dazu, backen wir dann zusammen mit den Schmalzplätzchen. Danke, Oma. Oh, die sind sogar noch eingepackt. Okay. Oh, wie schön. Dinge, die du nicht vergessen solltest. Vertraue auf dein Bauchgefühl. Sei stolz auf alles, was du schon erreicht hast. Glaub an dich. Ja, das ist ein guter Punkt. Glaub an dich. Okay. Esther, glaub an dich. Dinkelnudeln, nice. Ich wollte nämlich nachher das Rezept machen mit Nudeln, dann kann ich die dazu nehmen. Ups. Wir haben auch ganz cool, das machen wir auch immer zu Weihnachten, haben wir solche Boxen, weil dann vermeidet man Papiermüll. Von daher, die bringe ich selbstverständlich wieder mit nach Hause, Mama. Keine Sorge. Wo soll ich anfangen? Ich glaube, das hier sind Kerzen. Deswegen. Das ist so eine Tüte. Okay, das ist jetzt wirklich kitschig, aber Weihnachtsdeko. Seht ihr das? Oh, ist die süß. Kamille-Tee. Oh, das riecht jetzt nach Kamille. Das ist super für meinen Helm. Kann ich den unter den Helm tragen? Dankeschön. Noch mehr Kerzen. Noch mehr Kerzen. Ein Puzzle. Geil. Ein Deko-Glas. Ich glaube, das habe ich zu Hause rumstehen gesehen. Aber danke, Mama. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zum hoffentlich das, was ich hoffe, dass es ist. Es ist ein Tageslichtwecker. Mega. Danke, Mama. Und Thomas und Jakob und danke euch allen. Ich hoffe, euch hat das gefallen, mit mir meine Geschenke auszupacken. Ich fand es auf jeden Fall ganz cool, weil so habe ich mich nicht so alleine gefühlt. Es war ein richtig schöner Geburtstag. Wir waren vorhin noch beim Fitnessboxing, das seht ihr hier. Es war
war eigentlich wieder ganz nice, richtig anstrengend, aber auch richtig cool. Und dann haben wir gerade noch so einen schönen Mädelsabend gemacht und einen Film geguckt und ja. Yes. Also richtig schön und ja, war ein schöner Geburtstag. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis Sonntag. Tschüss. Der erste Schnee.